So, und da sind wir wieder. Wir bauen das Haus weiter. Teil 1 war irgendwie 65 Minuten, deswegen habe ich mir gedacht, machen wir da einfach zwei draus. Sonst wird es zu viel. Den letzten Teil haben wir mit einem Rundflug quasi aufgehört, einmal drumherum, wie weit wir jetzt schon gekommen sind. Und ich würde einfach sagen, wir legen weiter los. Weil es wird noch cool. Es kommen noch ein paar coole Details. Erstmal müssen wir jetzt aber dafür sorgen, dass wir ein paar Wände, nicht Wände, sondern ein paar Decken reinziehen. Und das machen wir jetzt. So. So, und zwar fangen wir an mit der Decke hier. Dafür bauen wir kurz die Dinger ab. Die brauche ich jetzt gerade nicht. Und dann ziehen wir hier einfach die. Ah, Moment, gar nicht wahr? Habe ich euch angelogen? Nein, ich habe euch nicht angelogen. Ich habe falsch gebaut. Wir ziehen die Decke rein. Aber sie muss einen tiefer. Das kann ich auch ganz gut von hier unten machen. Schade. Nee, das geht manchmal aber auch. Ja, dann manchmal leckt es ein bisschen. Ein kleines bisschen reicht schon, wenn man gerade einen Stein setzt. Und dann passiert das. Aber das kennt jeder, der Minecraft spielt. Man versetzt halt mal einen Stein, mein Gott. So, und dann hätten wir auch das geschafft. Mal hier raus. Hier müssen wir noch schön glatt machen. Das sieht gut aus, soweit. Jetzt machen wir das natürlich bei den anderen beiden auch. Aber da machen wir keinen. Den setzen wir nicht runter, sondern der kommt direkt hier oben rauf. Und habe ich noch Fackeln? Man kann mich hier schon mal eigentlich hier schon mal zwei, drei Fackeln hinsetzen. So, so. Die kommen hinterher wieder weg. Da kommt ja noch was anderes hin. Aber damit es gleich, wenn es Nacht wird, wenigstens ein bisschen hell ist hier. Ja, ein ähnliches Haus. Ups, ja, machen wir gleich weg. Ein ähnliches Haus habe ich gebaut. Tatsächlich in. Ja, ein bisschen kleiner war es. Es war definitiv kleiner. Aber auch so in Schwarz-Weiß gehalten. In meinem Let's Play, das ihr. Ja, auf. Ja, habe ich gar nicht, nee, habe ich gar nicht gezeigt. Nachdem ich gehackt wurde, ich habe das gebaut und wollte euch das zeigen, dann wurde ich gehackt und dann ja, kam es dazu, dass ich mich dazu entschlossen habe, nur noch hier im Room zu bauen. Das Haus ist zwar gebaut, aber ich habe es nie im Video gezeigt. Und deswegen war es jetzt für mich auch wichtig, hier endlich mal ein vernünftiges Ding zu bauen. Weil das doch schon Bock macht. Auch wenn man es irgendwo einfach nur nachbaut oder so. Wenn die Idee nicht von einem selbst ist, ist es aber schon cool, wenn man das so im, ja, ich sag mal, im Survival baut. Wenn man weiß, derjenige hat das hier alles im Kreativ einfach gebaut. Im Kreativ ist es halt ein bisschen leichter. Und ich finde das ganz cool, trotzdem. So. Jetzt müssen wir noch mal, genau, jetzt müssen wir noch mal, wir sind schon richtig hier, ja, mal runter. Geh doch da hoch, Mensch, kann nicht so schwer sein. So, machen wir den Eingang noch ein bisschen schöner.
oben noch mal einmal umrunden, damit das hier auch einen schönen Abschluss gibt. So. Ah ja, jetzt brauche ich die. Ich weiß gar nicht, ob ich da gleich hochkomme. Muss ich mal schauen. Nee. Da sind sie. Die brauchen wir. Dann laufen wir einmal rum. Kevin eigentlich noch da hinten am Bauen? Ich weiß gar nicht. Ich sehe ihn nicht. Also ich sehe nicht seinen Namen. So. Okay. Macht der da? In der letzten Ecke hängt der. Ei, bitte. Kann nicht wahr sein. Also ich hab einen neuen Erzfeind. Schafe sind gar nicht mehr so schlimm. Schafe sind okay. Aber diese kleinen, die nerven, die tauchen ja überall. Tut mir leid für den kleinen Ausraster, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Aber hey, doch, ich komme hier raus. Ich laufe einfach drumherum hier. Aber die nerven einfach. Tut mir leid. So, wir laufen hier rum, klettern mal eben hier hoch. So, und haben das eigentlich da auch schon fertiggestellt. Das machen wir gleich drüben gleich auch nochmal. Aber jetzt müssen wir uns wieder aufs Dach. So, und zwar werden wir das Ding hier weiterziehen. Dann gehen wir aber einen hier raus und ziehen das, glaube ich, bis ganz hinten durch weiter. Genau. Ich gehe mal eben da schon mal hin, mach die zwei raus. So. Jetzt kann ich nämlich hier einfach ausziehen. Habe ich das jetzt richtig getroffen? Bin mir nicht so sicher, aber ich meine schon. Das sind zwei Blöcke, oder? Das sieht alles noch soweit gut aus. Okay, jetzt muss ich mal schauen.
Da. Sammeln. Zack, du auch weg. Und zwar müssen wir jetzt hier, muss ich mal gucken, und zwar hier hin. Genau. Na, den wollte ich jetzt aber nicht setzen. Den wollte ich setzen. Passt das? Ja, das passt. Gucken wir mal. Ja, das passt. Wunderbar. Dann kommen hinterher ein paar Leuchten dran. Mal schauen. Ein paar Laternen, denke ich eher, oder sowas. Das ist okay. So, gehen wir auf die vordere Seite, machen wir einen schwarzen Stein. Und jetzt muss ich mal dieses Gerüst hier noch weghauen. So, jetzt muss ich mal schauen. Auf die Mauer. So. Freilassen, da muss ich jetzt mal gucken jetzt. Okay. Zwei lassen wir frei. Eins, zwei, drei. Und das Ganze jetzt 10 hoch. Eins, zwei, drei, vier, fünf. 10. Weiter hier im Eingangsbereich. Ab.
Stein. Können wir mal wieder ein bisschen nachfüllen hier. So. Probieren wir das mal aus. Komme ich genau auf die Ecke? Okay, ich mache die mal zu. Ich weiß nicht genau, warum die offen ist. Normalerweise ist die offen, aber ich lasse die mal zu. Ich mache die mal zu. Naja, ich wollte den Stein vorher setzen, bevor ich Schaden nehme. Aber so ist das. So, und das ganze, die ganze Fläche hier. Die kommt jetzt zu. So, hätten wir das. Das sieht doch echt gut aus soweit. Jetzt müssen wir wieder aufs Dach und dann müssen wir eine kleine Wand bauen. 5x5. Wo komme ich da am besten hoch? Das Gerüst. Hey. So. Ach ja, jetzt weiß ich auch, warum ich die Lücke lassen wollte. Hier war sie. So. Und zwar kommen jetzt Stein, Stein. 1, 2, 3, 4, 5. Und das Ganze 5 hoch. Das war 2, 3, 4, 5. Dann, ich glaube, zwei bleiben frei. So.
Dann wieder ein paar Türchen. Ja, aber diesmal von außen. Na. Und dann füllen wir das Ganze jetzt mit blauem Glas. Wo habe ich mein blaues Glas? Ich habe gar nicht mehr so viel, ne? Habe ich noch was in der Kiste unten? Ich weiß es gar nicht. Da muss ich gleich mal gucken. Na, komm. Ah, ich glaube, muss ich näher dran gehen für sonst. Sonst passt das wieder nicht. So, wunderbar. Nicht unterfallen hier. Zack. Ja, prima. Durch. Jetzt der Block ist, ja. Und zwar kommt der, ich glaube hier der Block war es, ne? Ich gucke nochmal schnell. Nee, ich glaube der. Ah, hier. Da geht's hoch. Natürlich kann ich mich auch draufstellen und mich hochbauen, ist einfacher. Ich glaube noch einer. Meine ich. Bin ich richtig jetzt? Bin ich auf der richtigen Höhe? Na, ich bin aber, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Muss man eben nochmal schauen, ob das hier passt. Irgendwas habe ich da wieder falsch gemacht, glaube ich. Ich hätte nicht bis hier hingehen dürfen. Ich hätte bis da die weiße Front ziehen müssen. Deswegen, irgendwo ist hier, wahrscheinlich schon im Grundgerüst irgendwo der Wurm drin. Das ist so ein bisschen das Problem. Da gucke ich jetzt aber mal. Ich baue mich hier nochmal runter. So. Und zwar hätte das. Ah, das stimmt aber soweit. Das stimmt soweit hier. Das passt auch.
Irgendwas ist unten schief. Ja, das korrigieren wir jetzt aber einfach aus, indem ich hier eine weitere Reihe hinsetze. Ich verkürze das hier oben einfach. Das ist nicht so schlimm. Der kommt weg. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das müsste genau hier sein. Der ist falsch. Okay, soweit. Jetzt kommt Schwarz dahin. Da. Und dann kommt da Glas überall hin. Mal von hier aus. Aber es kommen... Genau, jetzt brauche ich nämlich die Glasblöcke. Die habe ich nicht eingepackt. Ne, die müssen wir holen. Ah, hier kann ich auch mal eben schnell Fackeln hinstellen. So. Die Fackeln wieder weg. Wo habe ich denn meine Glasblöcke? Da. Zack. Und ein paar Scheiben können wir auch nochmal mitnehmen hier. Brauchen wir auch. Eisbreite ich nehmen. Erstmal nicht mehr brauchen. Mal den Rest auch noch hier einpacken, ne? Dann haben wir voll das Inventar, dann passt das. Achso, hier kommen wir gar nicht mehr hoch. Da kann ich eigentlich auch die... Na, ich lasse die mal stehen. Vielleicht brauchen wir sie noch. Vielleicht nicht. So, okay. Denn es wird jetzt hier... gebaut. Hier kommt überall Glasscheibe hin. Ja. Zack. Da kommt natürlich jetzt auch noch eine Tür rein. Wo ist meine Tür? Da. Gut aus. Im Hellen sieht es wahrscheinlich noch ein bisschen schöner aus. Aber, naja. Hier wechseln die Tageszeiten halt. Hier. So. Auf dem Stein. Und ziehen jetzt hier rüber. Jo. Das haben wir. Schwarzen habe ich denn noch? Okay, habe ich hier noch ein bisschen was.
Okay. So, wie mache ich das denn jetzt, dass der an der Seite ist? So, so aussehen wie eine Tür. Vielleicht mache ich das noch anders. Ich muss mal gucken, ob das, das ist so vorgesehen. Ich muss nur mal gucken, wie das mit den Mobs ist, ne? Ich möchte natürlich nicht, dass die hier irgendwie eindringen. Das soll nicht in der Sache sein. So, jetzt wollen wir da weißen Stein. Mal gucken, wo ich da ansetzen muss, ob hier oder schon da. Also hier auf der Seite definitiv hier 1, 2, 3 und dann werden die hochgebaut. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ich die Lücke schließen muss. Da muss ich aber noch mal gucken. Das ist nämlich lediglich, muss man eben gucken nochmal. Ich glaube, die beiden. Sicher bin ich mir aber jetzt nicht. Von daher, mal eben nachschauen, ne? Damit wir sicher sind. Nur die beiden, genau. Der und der. Habe ich das Ganze hochgebaut. Okay. Soweit, so gut. Die muss weg. Achso, ja, muss noch eine Lage ran. Steine, Steine, Steine.
Okay, jetzt müssen wir aufs Dach. Am besten von außen. Obwohl, ich muss einmal außen rum bauen. Dann lieber von innen. Ey, jetzt ist aber... Hallo? Das mal sein lassen, bitte. Mach's mal richtig. Müssen wir jetzt ganz bis hinten durchziehen. Ist das die Tür da unten? Ich sehe das nicht. Ich meine ja. Hier müssen jetzt zwei Blöcke dran. Ja, das ist die richtige Seite. Okay. Nur mal gucken, bis wohin. Ich glaube, ganz durch. Passt sehr gut. Sehr, sehr gut. So, jetzt brauchen wir das normale Glas. Das hier. Und zwar kommt das hier auf die Ecke. Zack. Auch hier muss ich halt gucken, wie das mit Mobs ist. Eventuell mache ich hier nochmal zu, dann auch vielleicht nochmal mit Glas und baue da eine Tür rein. Auch hier natürlich, es gibt ja halt keine Glastüren. Von daher muss ich mir da auch noch was überlegen, ob ich das entweder ganz zumache oder halt eine normale Tür nochmal hinsetze. Ja, mal schauen. Das soll ja spawnsicher sein auch. Und ich weiß nicht, ob nur Licht hilft. Ich glaube, man sollte das da schon zumachen. So, okay. Nehmen wir mal hier raus. Runterfallen will ich nicht. Oh, nee, das war falsch. Das sollte kein Glas sein. Eieiei. So, schließen wir die Lücke wieder. Okay. Jetzt müssen wir, glaube ich, das Ganze nochmal genau da und da machen. Hier und hier. So können wir schön auch in die Winkel immer Laternen packen. Aber da kommt jetzt auch nochmal überall Glas rumherum. Hier auf der ganzen Verandaseite packen wir jetzt Glas hin. So. Sieht schön aus. Man kann meinen Nachbar sehen. Super. Wenn ich hier auf meiner Veranda stehe, kann ich zum Kevin rüberwinken. Außerdem ist es ein getrennter Raum hier. Wollen wir das ausbelassen? So, sehr schön.
Dann müssen wir auch noch hier die Wand reinziehen. Und das werden wir, wenn wir es jetzt schon machen, ich weiß, ich glaube, ja, wir machen das. Wir machen das jetzt schon. So, dafür nehmen wir die hier weg. Okay. Dunkel, dieser schwarze Beton, das ist unglaublich. Das ist echt krass. Oh, der Unterschied, der beißt mir gerade in den Augen. So, dann machen wir das komplette Dach jetzt zu. Dafür brauche ich mehr Weiß. Ich glaube, ich brauche die auch nicht mehr wirklich. Die kommen gleich noch dran. Ja, okay. Oh, er sollte nicht da. So, okay. Dann machen wir das Ganze mal zu hier. Direkt gleich mal ein paar Fackeln draufsetzen, damit es nicht so dunkel hier ist. Ja, und dann nähern wir uns jetzt auch schon dem Finale. Ihr seht ja auch, meine Steine gehen mir langsam aus und da die relativ genau berechnet waren, also ein paar werden übrig bleiben, ist es ja quasi fast soweit, geht hier zu Ende. Zack, Fackeln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das sollte erstmal reichen. Erstmal. Ich werde hier später noch mit
Na, sagt mal schnell, Seelaternen arbeiten, heißen die Seelaternen? Ja, ich glaube schon. Und mit Teppich, damit hier auch nichts mehr spawnt, auf dem Dach Teppich auslegen. Ich habe auch erst überlegt, Quarz-Slabs zu nehmen. Beton kann man leider ja nicht zu Slabs verarbeiten. Aber ich hatte halt gar keinen Bock, Quarz zu farmen. Außerdem ist Quarz so ein bisschen gelblich. Und ja, war jetzt auch nicht so meins. So, gut, jetzt wollen wir mal gucken, wo sind wir denn überhaupt? Ach ja, hier ist vorne. Dann springen wir jetzt mal auf das Stockwerk und machen hier noch mal ein bisschen was. Hier ist aber auch sehr dunkel die Ecke. Ich muss auf jeden Fall gut ausleuchten hier. Ja. Dann werden wir jetzt wieder mal aufs Dach gehen. Wie komme ich am besten aufs Dach? Habe ich hier irgendwo noch Gerüste stehen? Nein, ne? Da habe ich noch ein paar Gerüste. Dann werde ich einfach hier welche hinbauen. Müsste ich hier eigentlich hoch. So, jetzt muss ich noch mal schauen. Zwei weg. Also hier. Und dann müsste eigentlich, ich weiß nicht wie lang. Eins, zwei, drei, ich glaube vier. Ja, dann ist das aber auch falsch hier. Nur mal eben schauen. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, zwei weg und dann aber hier erst, ne? Ich glaube, eins, zwei, drei waren es. Nein, das waren sogar fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf und dann eins, zwei und hier. Zack. Und dann vier kaputt. Zwei, drei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt ein freilassen, glaube ich. Oder zwei freilassen. Ja, zwei freilassen. Ne, ein freilassen nur. Und dann das gleiche nochmal. Kann die Fackel da zumindest schon mal stehen bleiben, das ist sehr gut. So, haben wir das auch. Jetzt machen wir das nochmal. Aber wir lassen mehr stehen. Jetzt muss ich mal schauen, wie viele. Ich glaube vier. Vier. Eins, zwei, drei, fünf sogar. Vier, fünf. Der müsste dann weg. Und der bleibt stehen und der. Ja, so sieht's aus. Die Fackeln ersetzen. Ja, ich muss die sowieso ein bisschen mehr dahin setzen.
Gut, dann kommt nämlich da auch Sonnenlicht rein. Das ist doch super. Jetzt bauen wir unser Podest nochmal weiter. Ich sammle erstmal die ganzen Steine ein hier. Und die brauchen wir ja alle noch. Na gut. Mal eben gucken, wo ich da genau anfangen muss. So. Also hier habe ich 5 hochgebaut, da auch 5. Da kommt erstmal das hin und das rein. Und dann glaube ich, fange ich hier an. Da müsste der, oder? Genau, da müsste der richtig sein. Das müssen wir, glaube ich, ganz rum machen. Ja. So schaut's gut aus. Jetzt machen wir das Ganze zu. Jetzt muss ich dafür natürlich wieder nach oben. Oder kann ich auch von hier unten machen eigentlich? Steine. Haben wir hier noch weißer Beton da und da. So langsam geht er zu Neige, der weiße Beton. Okay, hier haben wir Fackeln oben am Dach. Jetzt da habe ich noch keine Fackeln. Ist aber auch nicht so schlimm. Weil wir müssen jetzt sowieso erstmal hier unten bleiben, denn wir werden hier nochmal eine Glasscheibenfront machen. Das wird ja quasi hier noch ein Raum. Schwarz habe ich noch. Ja, gut, ich habe noch ein bisschen.
du stehst im Weg. Ja, passt auch. Jetzt müssen wir es nochmal zu. Einen drüber, glaube ich. Ne, kommt ganz zu. Genau, kam ganz zu. Habe ich noch genügend? Ja, ich müsste eigentlich noch genügend haben. Aber da muss man natürlich jetzt wieder beim Setzen aufpassen. Das muss aber auch genau drauf sein, dieses Fadenkreuz, ne? Und dann mit dem anderen blauen im Hintergrund sieht man es gar nicht. So. Gehen wir von hier. Zack. Nein, das war mir so klar, ne? Dass das auf jeden Fall irgendwo passiert. Ja, den wollte ich gar nicht, ich wollte den, danke. Hopp, bleiben wir mal hier auf der Glasscheibe. Dann sollte es doch hoffentlich gehen. So. 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 Hopp. Und die letzte. Und dann natürlich auch noch auf der anderen Seite. So ist das leider. Also mit dem Glas habe ich gespart, auf jeden Fall. Gut, ich habe rein theoretisch noch Glasblöcke über, das heißt, ich könnte mir natürlich auch noch mal ein paar Scheiben machen. Ich habe ja hier oben eine Werkbank. Das wäre also auch kein Problem. Ey, was jetzt? Hallo? Setz doch die Scheibe, bin ich zu nah dran? Ja, okay, kann natürlich sein. Weiß ich nicht. Kann sein, dass ich da irgendwie zu nah dran war. Naja. Okay. Das schaut doch schon echt extrem gut aus jetzt. Jetzt müssen wir wieder aufs Dach. Überleg gerade, habe ich irgendwo müsste ich... Ich muss ja jetzt recht in meinem Haus. Aber da habe ich... da kommen wir aufs Dach. So, denn wir müssen noch mit Schwarz ein bisschen was machen. So, dass es im Endeffekt so übersteht, machen wir das jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele wir da machen. Wir machen auf jeden Fall ein paar. Ja, und zwar machen wir die bis hierhin. Jetzt müssen wir mal gucken. Da, 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 genau. Okay. Wunderbar. Ja, und jetzt sind wir auch fertig. Ich fliege mal auf unseren Turm. Rein theoretisch sind wir jetzt fertig. Ich muss jetzt noch ein bisschen Blattwerk setzen, die ganzen Gerüste wegmachen, innen ein bisschen was machen und ausleuchten. Der Pool muss noch gemacht werden, ordentlich, natürlich, klar. Da kommt Prismarinblock rein. Das mache ich aber alles jetzt ohne Stream. Wir haben jetzt 2 Stunden dieses Ding gebaut. Es ist extrem schön geworden, finde ich. Wir fliegen noch mal einmal jetzt ganz zum Schluss drüber. Und ich werde es euch natürlich auch zeigen, wenn es komplett fertig ist. Das ist unser Häuschen.
Wird noch ein bisschen ausgeschmückt, kommen noch ein paar Büsche hin, ein paar Blümchen hin, Deko rein natürlich, ein paar Möbelstücke, alles natürlich modern gehalten. Und dann zeige ich euch das Ding, wenn das fertig ist. Und danach werde ich dann den Berg aushöhlen, denn der wird hohl. Und wenn wir den Berg hohl gemacht haben, kommen da unsere ganzen Farmen rein, die jetzt noch da unten stehen. Das ist so das nächste Großprojekt, den Berg hier komplett leer zu räumen, die Farmen dann so abzubauen und hier reinzubauen. Also ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Muss ich mal schauen. Ich muss mit den Kollegen hier im Realm nochmal sprechen. Wenn das zu viele Farmen auf einem Fleck sind und das zu sehr leckt, dann mache ich es natürlich nicht. Dann baue ich die Farm irgendwo anders hin. Ich hätte sie ganz gerne hier unten im Berg gehabt. Ich werde den definitiv aushöhlen. Selbst wenn ich nur irgendwas anderes reinbaue. Aber da müssen wir nochmal sprechen, wie das mit dem Laggen aussieht hier. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Ich habe ein schönes Haus. Sollen wir nochmal eine Tour machen, bevor wir jetzt Schluss machen? Wir können ja mal hier reingehen. Treppen hoch. Gehen wir mal hier rein. So, dann haben wir den ersten Raum. Offen. Gehen wir hier rein. Dann haben wir den zweiten Raum. Der ist geschlossen. Da muss ich auch gut ausleuchten noch. Eine Treppe kommt noch rein. Die wird hier hingehen, wo wir dann hochkommen. Jetzt kommen wir momentan noch nicht hoch. Von daher ist blöd. Aber es kommt natürlich noch eine Treppe rein. Deswegen habe ich die Quarzblöcke noch. Das werde ich später noch machen. Wir müssen jetzt einmal über die Außenfassade hier gehen. Auch hier kommt noch was Schönes rein. Lasst euch überraschen. Werdet ihr dann noch sehen. Ja, und dann sind wir hier. Die Treppe wird, glaube ich, entweder hier hochgehen oder aber hier hoch. Ne, ich glaube aber, die wird hier hochgehen. Deswegen haben wir die Lücke da gelassen. Ja, und dann haben wir schön hier ausgeleuchtet. Ich könnte die auch nochmal einen Block hier rübersetzen. Gefällt mir nicht ganz so. Könnte ich auch nochmal einen Block hier rübersetzen, dass die Reihe hier anfängt. Das hier quasi auch nochmal. Ja, das mache ich auch noch. Das mache ich noch. Hier ist es, passt es gut. Da drüben passt es noch nicht so gut. Das werden wir noch machen. Und dann haben wir natürlich auch hier noch den Raum. Das ist wie beim Büro. Oder meine Küche. Gucken wir mal. Das sieht auf jeden Fall nice aus. Ja, das war's. Wir haben ein Haus gebaut. Innerhalb von 2 Stunden. Wow. So ein großes Ding habe ich noch nie gebaut, war es das erste Mal, finde ich auch cool, gefällt mir jetzt schon sehr, ich kann mir hier echt drin vorstellen zu leben. Unten kommt noch ein Keller rein mit Lager, alles Zukunftsmusik, ihr kennt das ja. Also, macht's gut, bis zum nächsten Video, lasst ein Like da und mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Ciao.